Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe vor längerer Zeit schon mal ein paar Videos gemacht, wo ich auf andere Videos reagiert habe, in denen man zum Beispiel, was war denn das? Star-Stable-YouTuber anhand von der Stimme, glaube ich, von Thumbnails, von Intros und Outros erraten, ja, habe. Die sind oben auf dem i-Punkt verlinkt, die Videos, hintereinander natürlich, weil man kann nicht alle auf einmal verlinken. Aber ja, wie auch immer, es ist ein neues Video rausgekommen von Jenny Blue Kite, so heißt die Liebe, die das Video gemacht hat. Und in diesem Video kann man Star-Stable-YouTuber anhand ihres Star-Stable-Charakters erraten. Sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall nice, weil es tatsächlich viele Leute gibt, die einen individuellen Charakter haben, an dem man sie im Spiel auch erkennen kann. Und ja, ich bin gespannt, wie ich abschneiden sollte. Falls ihr... Cool. Ja, falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet und auch erst mal raten wollt, bevor ich mein Video anschaut, was ich euch nur empfehlen kann, ja, das Video ist unten in der Infobox verlinkt, könnt ihr erst mal raten und dann zurückkommen und schauen, wie ich abschneide. Und dann gehe ich mal auf die Internetseite und beginne das Ratespiel. So Leute, da sind wir jetzt beim Video und ja, ich bin gespannt. Ich rede jetzt nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern starte jetzt einfach mal. Das ist nicht schwer, wer das ist. Diese Frisur und dieser Bart, das ist auf jeden Fall Aida. Es ist halt einfach so, sie läuft immer so rum. Beziehungsweise, ob sie immer so rumläuft, das weiß ich nicht. Aber in ihren Videos sieht sie eigentlich immer so aus. Ich hatte auf jeden Fall recht. Ich muss aber auch sagen, es ist nicht schwer. Ich finde es allgemein sehr cool, wenn Leute in Star-Stable einen Charakter haben oder einen Look haben, an dem man sie direkt erkennen kann. Und jeder hat das einfach geschafft. Und ich glaube, fast jeder, der sie kennt, hätte sie auf jeden Fall anhand dieses Bildes erraten können. Und noch mal eine andere Sache zur Musik. Also ich meine, ich kenne das Lied und ich feiere es irgendwie gerade total, dass man im Hintergrund Vögel hört. Weil während ich das aufnehme, das Video jetzt, ist bei mir super schönes Wetter draußen, keine einzige Wolke am Himmel. Und ich habe jetzt voll Lust, gleich nochmal draußen spazieren oder Fahrradfahren zu gehen. Also ja, werde ich das wahrscheinlich machen, aber jetzt erstmal weiter. Oh, das könnte Abby sein, weil rote Haare und solche Frisuren. Yes! Ja, okay, gut, das bin ich. Also, bestes Foto, wo hat sie das denn her? Ja, ich würde schon sagen, dass die Frisur, also gerade diese weißen Zöpfe, irgendwie teilweise zu meinem Markenzeichen gehören. Ich glaube, ich habe die seit Januar 2020, also schon ziemlich lange her, 2 Jahre. Da habe ich ein Umstyling gemacht und seitdem trage ich diese Frisur. Ich hätte langsam mal wieder Bock auf eine neue Frisur, muss ich ehrlich zugeben. Ist jetzt nicht so, dass ich die weißen Zöpfe hasse. Aber wenn man etwas eine lange Zeit benutzt, eine lange Zeit macht oder eine lange Zeit trägt, dann hat man irgendwann nochmal wieder Lust auf was anderes. Ja, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was so mein Markenzeichen ist oder woran man mich im Spiel erkennen könnte und ob ihr selber auch ein Markenzeichen habt, das würde mich mal interessieren. Und mal gucken, wer jetzt noch dabei ist. Bisher habe ich ja alle richtig gehabt. Oh, jetzt wird schwieriger. Das könnte Emily McRae sein, wenn ich mich nicht irre.
Na doch! Vielleicht ein so Helm? Ich glaube, Emily ist die Einzige, die so oft solche Helme trägt. Also ich sehe sonst fast niemanden, also von Leuten, die Videos machen jetzt, die solche Helme tragen. Deshalb würde ich vielleicht sogar sagen, dass tatsächlich dieser Zopf und dieser Helm oder allgemein solche Helme vielleicht so ein bisschen das Markenzeichen sind. Oh, das sieht nach Luciana aus. Ha, ich hatte recht. Jetzt wird es noch schwieriger, weil es ist wieder der Helm. Es sieht irgendwie, die Person sieht fast genauso aus wie Emily McGray, nur halt ein anderer Pullover, eine andere Haarfarbe und ein anderes Gesicht, aber es hat original derselbe Helm. Das ist ein bisschen verwirrend. Und dieselbe Frisur. Also kann es ja eigentlich nur McForce oder. Oh Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Nein, es ist Emily Stonepot. Mist, das war doch die andere Person. Es tut mir so leid, dass ich deinen Namen vergessen habe. Es tut mir so leid. Oh, das ist Sandy. Nick Wall. Weil sowieso, also die Kombination mit diesen Hüten, sie trägt immer solche Hüte. Die Brille, ich kenne sonst niemanden, der so eine Brille trägt in Star Stable. Ich weiß gar nicht, wo kann man die überhaupt kaufen? Und die Frisur hat sie auch schon ewig. Das kann nur sie sein. Wo kommt dieses Foto her? Für ein Filter. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Es tut mir wirklich leid an die Person, die es ist. Ihr werdet es ja gleich sehen. Ah, doch, am Oberteil hätte man es erkennen können. Irgendwie dieses Oberteil, ich weiß nicht, hatte sie das so oft an? Aber am Oberteil hätte man es erkennen können. Aber dieser Filter auf dem Gesicht. Von welchem Thumbnail oder von wo? Jenny, hast du das Bild her? Das muss ich gleich mal suchen. Anhand des Topfes würde ich jetzt nur sagen, dass es May ist. Weil May solche Zöpfe, beziehungsweise es ist ja nur ein Zopf hinten trägt. Aber das von hinten zu erkennen ist schon kompliziert. Doch, es ist May. Jazzplay, weil Jazzplay die einzige ist, die mit solchen Haaren rumrennt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Leon und Fabi nicht dabei sind. Weil Leon hat eigentlich auch einen Charakter, den erkennst du sofort, weil Leon hat immer diese blonde Anfängerfrisur, dann meistens eine schwarze Beanie und immer diesen gelben Pullover an. Das ist so sinnbildlich für Leon. Das hatte jeder sofort erkannt. Aber trotzdem auf jeden Fall cooles Video. Schaut mal vorbei und schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel ihr erraten habt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und es tut mir so, so leid an die Leute, die ich nicht erraten habe. So, Leute, das war's dann wieder mit dem Video. Es ist schon ein bisschen. Toll. In der Anmoderation rennt hier jemand lang. In der Abmoderation auch. Aber gut, ich habe mich ja vielleicht jetzt auch nicht so vorteilhaft hierhin platziert. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, das war's wieder mit dem Video. Wie gesagt, es tut mir sehr leid an die Leute, die ich nicht erraten habe. Jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was meine Erkennungsmerkmale im Spiel sind, ob ich mit den Haaren richtig liege und was eure Erkennungsmerkmale sind.
Und natürlich auch, wie viele Charaktere ihr erraten habt. Das habe ich bestimmt alles im Video schon ein paar Mal gesagt. Aber ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao!